Wir haben hier ein Video nur zum Üben, zu rationalen Zahlen und Klammern auflösen und solche Sachen. Und wir werden dann auch später eine Übung machen zum Formeln umstellen. Zum Umstellen, zu dem Umstellen, daher Umstellen groß. In diesem Fall ist es, ist dieser Term zusammenzufassen, also auszurechnen, was dabei herauskommt. Wir könnten auch sagen, ist gleich x, ne? Und dann könnten wir Ergebnis ist gleich x sagen. Also, altes Rezept, wir kümmern uns erstmal um die inneren Klammern, und zwar um diese hier zuerst. Lässt sich in diesem Fall einfach machen, weil man sagen kann, minus 3 mal minus 2 ist, man malt einfach diese größere Klammer nochmal hin. Minus 3 mal minus 2 ist plus 6, also 6. Und minus 4 minus, also minus minus 4 ist plus 4. Warum? Man kann sich das wie folgt vorstellen, wenn da steht minus in Klammern minus 4. Dann kann man sich hier, ich mache die mal lila, eine stille minus 1 mal vor der Klammer denken. Und minus mal minus ist plus, ne? Also daher kommt das. So, dann müsste das eigentlich schon fast erledigt sein. Dann sagen wir, 6 plus 4 ist 10. Ne? Achso, ist gleich x, habe ich vergessen. Ist gleich x. Wenn ihr das in Büchern findet, dann lässt man das ist gleich x weg oder ist gleich ganz weg. Und da steht dann drüber fast die folgenden Terme zusammen. Nochmal zur Erinnerung, das Ganze hier ist ein Term. Das Ganze, ne? Die ganze Klammer ist ein Term. Bestehend aus einem Miniterm da drin, das ist die dicke Klammer, und einer Differenz mit einer negativen Zahl. Naja gut. So, nächste Aufgabe und ich halte dann das Video gleich mal an. Für alle, die zu Hause nachgucken und jetzt auch die Übung machen wollen, nochmal hier die Aufgabe. Ich halte jetzt das Video an und werde sie dann kurz erklären. Man sollte sich immer erstmal angucken, womit man es zu tun hat. Erstens haben wir hier eine Sache, die geht grundsätzlich vor in der eckigen Klammer. Das heißt also, wir müssen erst die Punktrechnung vollführen. Aber grundsätzlich sollte man sich die Terme so einfach wie möglich machen. Das heißt, hier hinten die 4 Zwölftel kann ich kürzen durch 4, ist ein Drittel. Also ich kann praktisch auf der nächsten Zeile schon schreiben, hier hinten, da kommt plus ein Drittel dahinter. So, und auch jetzt kann ich kürzen, nämlich 12 und 4 kann ich wunderbar vorher, bevor ich hier irgendwie loslege, kann ich schon mal kürzen, das geht leicht. Durch 4 ist 3, durch 4 ist 1 und siehe da, ich mache das mal bunt jetzt, diese 3 und diese 3, die kann man auch kürzen, durch 3 ist 1. Jetzt vorsichtig, bei der ganzen Kürzerei nicht so schmieren, dass hier das Minus verloren geht. Ne? Hier dieses, das steht noch da. Ich mache jetzt in Schwarz weiter. Das heißt also, Minus mal, wenn nichts da steht, Plus, Minus. Bitte unbedingt das Vorzeichen. Und hier heißt das minus 1, ne, ein Einzel, mal plus 1. Also minus mal plus minus 1. Jetzt müssen wir bloß noch überlegen, wie kommen wir mit der 1 zurecht? Naja, minus 1, da kann ich auch schreiben, das ist minus 3 Drittel. Und jetzt habe ich schon gleichnamig gemacht. Wenn ich kürzen kann, kann ich auch erweitern. Und wenn ich erweitere, kann ich durchstreichen. So, minus 3 Drittel plus 1 Drittel sind minus 2 Drittel. Ist gleich x. Damit hätten wir das. Man sieht also, besonders am linken Beispiel gut zu sehen, erstmal die äußeren Container sozusagen. Contain heißt ja bloß beinhalten. Ne? Die äußeren Klammern mit runterziehen auf die nächste Zeile. Wenn es geht, oder wenn nötig, eventuell auch noch die nächstliegenden Klammern. Also das wäre die dicke, die kommt ja von der Rangfolge dahin. Und dann erstmal ausrechnen, was in der dickeren Klammer los ist. Und am besten hier hinten sich schon mal die Sache einfach machen. Minus mal Minus ist Plus. Also demzufolge plus 4. Und dann ist der Rest immer leicht. So kommt man zur Rande Klammer. Moment, hier gibt es eine Frage. Die Frage ist natürlich, ja, ich habe schon ein bisschen drauf gelauert, aber wie komme ich auf dieses hier? Ich mache das mal ocker. Das hier. Was habe ich da gemacht? Da stand ja ursprünglich minus 1. Was dahinter kommt, ist mir jetzt egal. Wie habe ich das umgewandelt? Minus ein Ganzes ist genauso wie minus 3 Drittel. Ein Ganzes hat nämlich 3 Drittel. Und jetzt habe ich die 3 Drittel genommen, weil ich hier hinten nämlich Drittel dazu zählen musste. Und wenn ich minus 3 Drittel plus noch ein Drittel habe, dann habe ich minus 2 Drittel. Habe ich das ausreichend beantwortet? Moment. Natürlich, minus 1 kann ich auch in minus 4 Viertel oder minus 10 Zehntel umwandeln oder was auch immer. Der Hintergrund hier ist ganz einfach. Wenn ich, wir nehmen mal Folgendes an.
Ich rufe den Pizzaservice an, sage eine Pizza Big XXXL bitte und denke, naja, so groß wird sie nicht sein, ich habe ja großen Hunger. Und dann kommt er mit einem Wagenrad von Pizza, der Mann. Ich bezahle, freue mich und sage, nee, beim besten Willen. Ich rufe noch zwei Freunde an und sage, wisst ihr was, Leute, guckt mal, oh, da wären wir alle drei von satt. Ja, dann teilen wir diese ganze Pizza in drei Drittel. Von der Menge her ist es immer noch eine Pizza. Ich habe bloß angeschnitten, bevor wir loslegen zu essen. Auf einmal klingelt, kommen noch drei Leute rein und sagen: Oh Mensch, ey, ihr habt so viel. Ja, wisst ihr was? Komm, wir teilen nochmal. Jetzt hätte ich 6/6. Vorher waren es 3/3. Oder ich kann auch sagen, das ist gleich 1. Ne? Ich kann also jedes Ganze sofort irgendwie umwandeln. Immer vollzählig. Für alle, die üben wollen, ich habe jetzt hier die Aufgabe hingeschrieben. Heißt also in eckigen Klammern ein Halbmal und dann kommt eine größere Klammer. Das soll die hier sein. Ich mache sie mal ein bisschen dicker. Und da drin steht was. Und zum Schluss mal viereckige Klammer zu. Ich mache Pause und ihr löst das zu Hause. So, wir schreiben einfach mal die eckige Klammer hier außen ab und freuen uns. Meine Frage: 3x4 ist 12 und 4x3? Auch 12, ne? Faktoren kann man vertauschen, ne? Ein halb mal, hier hinten steht nichts, also 4 mal und jetzt mal dicke Klammer. Hier. Und in der dicken Klammer steht minus 7 plus minus 1. Es ist 7 Grad kalt und es wird noch ein Grad kälter, also minus 8. Nebenbei kürze ich hier, schwupp und schwapp und du bist ab. Also, dann heißt das Ganze bloß noch, ich könnte auch sagen, 4 mal 1 halb ist 2. Ne? Heißt das Ganze Gerät nur noch 2 mal minus 8 ist minus 16. Tütüt. Schon fertig. So, jetzt die Aufgabe für den nächsten. Hier ist die Übungsaufgabe. Ich mache jetzt wieder Pause und danach werden wir sehen, wie sich das löst. Komm. So, das hat einer unserer Schüler gelöst. Er hat Folgendes gemacht. Er hat sich diesen ganzen Kram erstmal angeguckt und hat gesagt, ich mache hier außen erstmal die eckige Klammer. Als er die hatte, hat er sich gesagt, ich kümmere mich um die nächstgrößere, ne, die größere Klammer, die hat er hingemalt und hat eben 25 mal davor geschrieben und minus 20 dahinter. Und kümmert sich jetzt nur um den Inhalt dieses Containers. Ne? Und zwar minus mal plus ist minus. War der erste Schritt. Als erstes hat der Mann ein Minus hingemalt und damit war die Sache fast gegessen. Und jetzt hat er gesagt, 0,2 mal 25 rechnet man als 2 mal 25, ist 50. Aber ich habe eine Kommastelle, also eine fehlt eine 0 hinten. Ne? Ich, nochmal hier. 0,2 mal, ach, mal 25. So, da sagen wir erstmal, das ist wie 2 mal 25 ist 50. Hier ist keine, hier ist eine Kommastelle, also 5. Daher kommt das. Gut, Momento. Und dann ist der Rest letzten Endes nur noch pure Schreiberei gewesen. Dann hat er sich gesagt, 25 mal minus 5, das geht nämlich vor, weil es eine Punktrechnung ist. 25 mal minus 5 ist minus 125. Erst das Minus hinschreiben, dann ausrechnen. Minus 20. Wir sind bei minus 125 Euro zum Beispiel Schulden. Und ich nehme nochmal minus 20 Euro Schulden dazu. Dann habe ich minus 145, daher kommt das. Und jetzt haben wir hier die nächste Aufgabe, also diese mit den vielen Minus und Plus Einsen und Ähnliches. Ich mache wieder Pause zum Üben zu Hause. Genau, und jetzt hat man uns gezeigt, wie das geht. Ne? Die dicke Klammer erstmal hingemalt. Und hier hinten, da kümmern wir uns gleich darum, dass die Klammer verschwindet. Plus, Minus ergibt Minus 2. Und jetzt einfach zuerst das Vorzeichen. Minus mal Minus ist Plus. Mal Plus ist Plus. Mal Minus ist wieder Minus. Peng. 1 mal 1 mal 1 mal ist 1. Jetzt heißt die Aufgabe minus 1 minus 2 ist minus 3. Das war eigentlich relativ fix zu lösen. Und hier jetzt haben wir die nächste Aufgabe zum Üben. So, jetzt haben wir das hingekriegt. Wir haben es wie folgt gemacht. Wir haben diesen Teil zusammengefasst. Das ist dieses Mal hier. Und wir haben diesen Teil zusammengefasst. Ein Drittel mal minus 3 ist minus 1. Und ein Drittel mal ein Drittel. Aber mal minus ein Drittel ist minus ein Neuntel. Minus mal minus ist plus, deswegen steht hier nichts und fertig. Ein anderer Weg wäre ein Drittel mal ein Drittel mal ein Drittel. Aber da plus mal minus ist,
Das ist also der andere Weg, das wäre der erste Teil. Ich mach's mal. Moment. Das wäre also der Teil von hier bis hier. Dieser Teil ist es. Kann ich sagen, das ist minus ein Siebenundzwanzigstel. Und jetzt den ganzen Mist mal minus 3. Dann wären das minus mal minus das plus 3 Siebenundzwanzigstel. Gekürzt ist auch ein Neuntel. Also wir kommen auf das Gleiche. Oh, das macht man nicht. Moment. Dann schreiben wir das Ergebnis nochmal richtig dahinter. So. Fertig. Na, so geht's auch. Klar. Aber wenn man schon mal diesen Vorteil hat, dann kann man sich hier viel Rechnerei ersparen. Die nächste Aufgabe kommt gleich. So, die nächste Aufgabe steht hier. Minus 0,3 mal minus 0,2 mal minus 0,1 mal 2000 ist gleich. Zum Üben geht's weiter dann später. Jetzt erstmal Pause. Jawohl, genau so macht man's. Und natürlich kann man das alles ein bisschen abkürzen und könnte gleich das Ergebnis dahinter ballern. Aber ist ja nicht schlimm. Minus mal minus mal minus ist minus. 3 mal 2 mal 1 ist 6. 1, 2, 3 Kommastellen. Dililit. 0,006. Mal 2000. Nochmal hingeschrieben. Minus mal plus. Hier steht ja nichts. Ist minus. Und jetzt. Wie kommt man da drauf? Hier habe ich drei Nullen. Hier habe ich drei Kommastellen. Hebt sich gegeneinander auf. Das sind Sechstausendstel, das sind mal 1000. Also heben sich die Tausendstel auf und peng, haben wir minus 6 mal 2. Ich könnte auch sagen, das ist 6 mal 2 ist 12, so kann man es auch hinschreiben. Also alternativ heißt es, so geht es auch. Ne? Ich sage einfach, 6 mal 2 ist 12, hänge 3 Nullen dran, trenne 3 Kommastellen ab, dann geht es auch. Und das Minus. So geht's auch, ne? Aber das wäre ein bisschen zu weit gedacht. Also es gibt verschiedene Wege. Ist auch in einem anderen Video mit enthalten. Da ist eindeutig, wo solche Sachen gesetzt sind. Wie man damit umgeht, mit Kommastellen und so weiter. Haben wir ja, wisst ihr ja. So. So, jetzt habe ich hier eine Aufgabe. 25 mal 35 durch 75 und 49 plus minus 3 Fünftel. Und wer Lust hat, kann auch gleich die Rechte noch machen. Ich komme auf beide zu sprechen. Nochmal zur Erinnerung. Also, es war ganz richtig. Ich mache mal das Minus ein bisschen dicker hier, damit das besser auffällt. So, wie gehen wir an die Aufgabe ran? Wir sagen, hier haben wir gekürzt. Ne? Die 25 und die 49 und 75 und 35 entsprechen. 25 und 75 bleibt eine 1 und eine 3. Und 35 und 49 gehen durch 7. Da habe ich hier 5 Siebtel. 1 mal 5 ist 5. Und hier unten habe ich dann 3 mal 7 ist 21. Aus diesen plus minus 3 Fünftel machen wir minus 3 Fünftel und sind die Klammer los. Jetzt geht's weiter. Gemeinsamer Nenner ist 105. Wie macht man es, damit man sich nicht ein Bein bricht oder sich den Kopf zerbricht? Sagt man, ich nehme einfach die beiden Nenner miteinander mal. Und wie komme ich jetzt da drauf? Ich mache das mal im einfachen Beispiel. 1 halb mal ein Drittel. Also das ist ein Beispiel jetzt. Ne? Das hat jetzt nichts mit der Aufgabe zu tun. 1 halb mal ein Drittel. Ich sage einfach, gleicher Nenner ist 6 Sechstel. Wie komme ich jetzt hier auf Sechstel? Indem ich hier mal 3 nehme. Und wenn ich erweitere, muss ich das oben auch machen. Also habe ich hier eine 3. Wie komme ich hier auf Sechstel, indem ich mal 2 nehme? Dann muss ich das hier auch machen. Sonst würde ich den Bruch verändern. Dann habe ich also. Ach, ich wollte Minus machen. Minus 2. Und jetzt habe ich 3 minus 2 ist ein Sechstel. Daher kommt das. Demzufolge, ich musste die 5 musste ich mit 5 erweitern, damit ich auf 105 komme. Und die 3, die muss ich mit 21 erweitern, um darauf zu kommen. Habe ich das jetzt ausreichend erklärt? Und hier die Aufgabe für die Schnellen, erstmal hier den Bruch selber kürzen, das macht die Sache einfacher, geht gleich weiter. Und dann hier über Kreuz die 4 und die 20 gekürzt und dann ausgerechnet, daher kommt das. Hier gab es eine Frage. Ja, das kommt davon. Ich passe manchmal auch nicht auf, aber danke für den Hinweis. Natürlich, 3 mal 11 ist 33. 50 33stel. Vielen Dank. Gut, wir machen an dieser Stelle erstmal eine Übungspause. Wir machen dann im zweiten Teil für diese gleichen Übungen und so weiter
weiter. Ich schließe das Video jetzt erstmal ab und wir machen jetzt erstmal weiter mit Formeln umstellen. Also jetzt kommt praktisch der zweite Teil. Das war der erste Teil und auf dem zweiten Teil.